Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Server News Video. Jo, ich habe ja Dragorolia gemacht und da ist leider der Admin nicht mehr so aktiv gewesen und deshalb mache ich jetzt einen neuen Server und plane schon ein bisschen anders, aber ungefähr, ja, so ziemlich auch wieder auf Rundspiel, auf Bauen und alles Mögliche. Und ja, wir haben jetzt bald 1.15 und da wollte ich ja gerne ein 1.15 Let's Play machen, aber wir machen halt einfach 1.14 weiter auf dem Server, damit wir die Plugins haben. Ja, da ist leider nichts mehr. Gehen wir mal in den Singleplayer. Wir haben jetzt momentan Player Release 6, also es sollte nicht mehr lange gehen, bis 1.15 rauskommt. Leider ist nicht so groß geworden. Aber ja, was werden wir für Welten machen? So, wir werden eine Adventure Map machen als Startpunkt. Da dürft ihr gerne, ja, eben Abenteuer erleben, Geschichten erleben und so weiter. Da werden wir große Punkte setzen, also echt gute Story machen und schöne Welten, also nicht langweilige Welten, also Gebiete, sondern schöne. Ja, und kreativ, so. Oh, schön. Cool. Ja. Da werde ich so ein bisschen meine Geschichte erzählen, die ich so ein bisschen im Kopf habe. Und, ja, darf natürlich jeder mitbauen, der auf dem Server relativ gut ankommt. Also, ich einfach Vertrauen habe. Dann geht's weiter eigentlich direkt in die Bauwelt. Da dürft ihr frei bauen. Freie Bauwelt. Und ja, wir werden dort eigentlich Free Build machen, also richtig Free Build. Das heißt also, ihr dürft bauen, wo ihr wollt. Ihr werdet auch ja, die Gebiete beschützt bekommen. Und ja, da werden wir mal schauen, ja, was wir bauen. Also jeder darf natürlich bauen, was er will. Außer abstößliche Sachen nicht natürlich. Und dann geht es weiter mit der Rollenspielwelt. Die Rollenspielwelt wird sozusagen Plot, ja, nicht ganz Plotwelt. Also es sind freie, also egal wie groß die Plots sind. Einfach damit wir auch noch eine schöne Welt machen, draus können machen. Nicht so eine langweilige. So, jetzt gerade ein paar Pandas, aber ja, hier gibt es keinen Bambusdschungel mehr. Also dort werden wir wahrscheinlich nicht überall euch bauen lassen. Dafür haben wir ja die Free-Build-Welt. Aber damit wir eine Story machen können und so, dürft ihr gerne Dörfer gründen, wo wirklich viele dran arbeiten können, wenn ihr Vertrauen habt zu anderen. Der Baum sieht auch lustig aus. Bambusbaum. Cool. Und ja, leider keine Pandas. Und als Schlusswelt, also ja, als anfängliche Schlusswelt, werden natürlich dann noch mehr Welten machen. Wird es dann die RVR-Welt geben. Dort dürft ihr nicht bauen, ja. Sagen wir, in manchen Gebieten dürft ihr nicht bauen, in anderen Gebieten dürft ihr bauen. Oder so in Plots dürft ihr bauen, die dann für alle öffentlich sind. Die einem einer Fraktion ja, angehören. Und ja, die wollen wir natürlich als wirklich wunderschöne RVR-Welt machen, wie zum Beispiel bei Regnum. Ja, Regnum kommt momentan so gut an, dass ich wahrscheinlich kaum Zeit finde, natürlich auch einen Server aufzubauen. Das braucht natürlich extreme Zeit mit den Plugins einstellen, ja, Befehle eingeben und so. Also diese Config-Dateien. Aber ich nehme natürlich viel Zeit, weil so, endlich möchte ich natürlich auch einen eigenen Server haben, weil manche Leute haben dann immer so schnell wieder keine Lust. Und ich weiß, ich habe Lust, einen Server wirklich lange aufrechtzuhalten. Und deshalb werde ich wahrscheinlich den Server halt immer selber überwachen müssen und so weiter. Aber das mache ich wenigstens. Also
Ja, das Problem ist halt einfach, dass viele Leute viel zu viel Arbeit haben und das habe ich eigentlich nicht. Und ja, es sind ein paar Leute stinky, dass ich nur Let's Plays und so Livestreams mache und nicht mal Real-Life-Treffe oder so. Das ist mir egal. Ich brauche eigentlich keine Real-Life-Freunde, wenn sie nicht Zeit investieren können oder so. Also, ja, wenn sie schon sauer sind, dass ich nie Zeit habe, aber wenn ich mal Zeit habe, haben sie nie Zeit. Also ich finde, es geht einfach momentan heutzutage nicht mehr, wenn man so viel vorhat. Ich bin ja Sportler, ich muss ja auch Zeit haben für den Sport, wenn ich schon so viel Zeit muss investieren in Let's Plays. Vor allem, ja, bald kommt der Bildschirm und bald kommt das Headset und dann machen natürlich auch noch mehr Livestreams. Dann wird meine Zeit noch knapper. Und immer auf den Server ein bisschen aufpassen und so. Es wird happig. Aber gut, ich mach's gerne. Und ich habe ja viel Zeit, weil ich nicht viel schlafe. Und da ich mich immer fit genug fühle. Ja. Ja, sonst gibt es eigentlich, ja, nichts mehr Neues. Ich werde natürlich sehr viel bauen in meinem Let's Play, das ich auf dem Server mache. Und werde eventuell auch manchmal ein bisschen 1.15 spielen. Ja. Mit anderen Projekten weiß ich nicht, wie ich weitermache. Also, Champions of Regnum verbraucht zu viel Zeit und Minecraft braucht dann auch viel zu viel Zeit. Da muss ich natürlich schauen, ob die anderen Projekte jetzt wirklich täglich noch kommen oder alle 2 Tage und so. Lol. So viel Heu. Cool, das ist ein richtiges Bauerndorf. Ich liebe Bauerndörfer. Das sind leider nur die, die nicht handeln. Die Grünen. Hä? Steinsäge für Blöcke. Okay. Ja, ich meine mich riesig und das. Texture Pack ist ja auch mega cool. Sehr entspannend für die Augen. Gut. Ja, eben viel Rollenspiel im Let's Play. Also, es wird wahrscheinlich ein Let's Roleplay. Vielleicht auch ein Together mit Gameplayer. Oder, je nachdem, wer will. Kann natürlich gerne mit mir machen. Aber der Server wird halt anfangs noch nicht so stark sein für viele Spieler. Ich werde wahrscheinlich auch nur die Spieler auf den Server lassen, die ich vertraue. Und nicht jeden Fremden. Also wird wahrscheinlich whitelistet werden am Anfang. Weil ich eben, ja, sehr viel schon miterlebt habe, dass die Leute einfach trollen oder, ja, mal ein bisschen wütend sind oder so auf manche Spiele. Es wird halt nicht mehr so sanft gespielt. Und ja, wenn halt kindische Leute drauf sind auf dem Server, kann es schon passieren, dass wir halt einfach sagen, macht nicht mehr kindisch, sonst, ja, müssen wir euch bannen. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber ja, wenn dann nur Scheiße gebaut wird und Scheiße in RVR-Modus gemacht wird, dann ist natürlich klar, dass wir da halt einfach ein bisschen durchgreifen müssen. Weil das Spiel ist ja eigentlich da zum Bauen und zum Rundspielen und nicht um Blödsinn zu machen. Ein schönes Bild. Das ist eine gute Idee für mein Haus. Okay, mein Vater spinnt. Einfach ein Bild so machen. Einfach ein Poster. Okay, weiße Keramik noch, passt auch sehr gut. Ja, ich habe sehr viel gelernt übers Bauen. Ich kann relativ gut langsam bauen. Halt mittelalterlich eher als modern. Aber wir machen sicher dann noch eine moderne Welt. Oder einfach eine Welt, wo, ja, eigentlich die normale Welt, weil die Story auch so ein bisschen mit Zeitreisen zu tun hat, eventuell. Könnten wir da auch machen, dass wir ja wirklich verschiedene Zeitzonen in verschiedenen Biomen haben. Der kleinste Stollen. Ah, hier geht's doch.
Warte langsam. Ja gut, Lava ist halt nicht so wie Wasser, man ist sehr langsam. Auch so langsam müsst ihr auch nicht machen. Entwickler. Diamant. Coole Stollen. Das ist jetzt mal richtig interessant. Ja gut, hier ist wieder vorbei. Die Stollen sind halt immer ein bisschen zu klein. Zu unabwechslungsreich, aber der ist schon ein bisschen abwechslungsreich. Ist nichts. Ach, ich liebe Minecraft. Ich muss unbedingt mehr Minecraft-Videos machen. Ja, okay. Das Video ist genug lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.